So, ich habe hier wieder ein paar lustige Spieleideen und ich hatte heute eine Spielesammlung in der Hand, so eine ganz alte, die hier zu sehen ist. Da sind sehr witzige Sachen dabei. Also so eine gute Spielesammlung bietet ja viele verschiedene Spielemöglichkeiten, dass da die Spielbretter natürlich vielfältig genutzt werden können und so weiter. Und in der Spielesammlung, die ich entdeckt habe, ist sogar ein selbst erfundenes Spiel mit drin, also richtig toll. Und ich habe mir dann mal die eine Spieleanleitung für die Würfelspiele genauer angeschaut und war ganz baff, wie viele verschiedene Würfelspiele es gibt. Also eigentlich war mir das schon klar, dass es da ganz viele Varianten auch gibt und sowas. Da bin ich so drauf gekommen, das einfach mal so ein bisschen vorzustellen und gerade für irgendwelche Gruppenaktivitäten bei Regenwetter oder auf einer Freizeit, wenn es vielleicht mal am Abend ist und alle sitzen noch nett zusammen oder wie auch immer oder jetzt mit der Familie. Also auch die Menschen, die jetzt einfach durch die Corona-Phase gehen, ha, wir alle, und einfach mal mit der Familie was spielen wollen. Das sind Würfelspiele, glaube ich, sehr dankbar. Es ist ja auch total einfach, man braucht halt einfach ein paar Würfel. Und da ist es ganz gut, wenn man diese Würfelspiele halt in petto hat, also auch diese Regeln. Und ich dachte mir, ich stelle da jetzt einfach mal ein paar vor und lese das jetzt so ein bisschen vor. Also das ist jetzt ein bisschen experimentell, aber ich versuche das einfach ganz langsam zu machen und beschränke mich auch auf so ausgewählte. Jetzt muss ich nur mal gucken. Also so Pasch und so Zeug ist ja relativ bekannt. Das werde ich jetzt auch hier nicht vorstellen. Das ist nämlich eine seitenlange Anleitung. Aber was ist denn hier kurz? Also hier, ich kann ja mal so Titel nennen. Also hier wird noch genannt die Landstraße. Dann wird noch genannt die vier Grundrechenarten. Genau, die vier Rechenarten. Also da muss man dann wirklich irgendwie bestimmte Sachen einhalten. Das ist ja alles aufgezeichnet, aber ich will das jetzt nicht vorstellen. Aber hier habe ich was Schönes Kurzes, das kann ich gut vorlesen. Und zwar, das meiste und das wenigste heißt dieses Würfelspiel. Es wird mit 6 Würfeln in 2 Runden gespielt. Die Teilnehmerinnenanzahl ist unbegrenzt. In der ersten Runde gilt es, die meisten Augen zu sammeln. Die Teilnehmenden haben das Recht, mehrere Male zu würfeln, aber mindestens ein Würfel von jedem Wurf muss immer auf dem Tisch verbleiben. Auf diese Weise wird fortgesetzt, bis sämtliche Würfel liegen bleiben. Die Augen werden addiert und die oder der nächste SpielerInnen ist an der Reihe. In der zweiten Runde gilt es, die wenigsten Augen nach der gleichen Regel zu erhalten. Zum Schluss spielen die VerliererInnen der entsprechenden Runden gegeneinander, um den endgültigen Verlierer oder die Verliererin zu ermitteln. Nächstes Würfelspiel heißt die 100. Mal gucken. Ja, das ist auch was Kurzes. Also die 100. Es wird mit einem Würfel gewürfelt. Die Anzahl der Teilnehmenden. Also nochmal, das war jetzt irgendwie Murks. Es wird mit einem Würfel gespielt. Die Anzahl der TeilnehmerInnen ist unbegrenzt. Es kommt darauf an, als Erste oder Erster 100 Punkte zu erhalten. Alle haben das Recht, so oft zu würfeln, wie sie wollen, um die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen. Würfelt die Spielerin oder der Spieler jedoch eine 1, so gehen ihm oder ihr sämtliche Punkte, die sie oder er in dieser Runde gewürfelt hat, verloren. Beispiel: Eine Spielerin, ein Spieler hat aus den vorangegangenen Runden bereits 85 Punkte und wirft die Zahlen 6, 3 und 5. Sie oder er kommt mit diesen 14 Punkten auf 99. Versucht sie oder er über 100 zu kommen und würfelt eine 1, verliert sie oder er die 14 Punkte und verbleibt bei 85 Punkten. Je mehr Würfe eine teilnehmende Person hintereinander macht, desto größer ist das Risiko, eine 1 zu würfeln. Es ist ratsam, lieber rechtzeitig abzubrechen und den nächsten Teilnehmenden würfeln zu lassen. Genau. Mal schauen, was hier noch kommt. Dann gibt es hier noch Trumpf. Das ist ja, glaube ich, auch was ziemlich Bekanntes.
Ich stelle aber mal hier. Na, wobei, ich könnte Trumpf vorlesen, das ist auch nicht so lang. Es wird mit 6 Würfeln gespielt. Die Teilnehmeranzahl ist unbegrenzt. Am Beginn wird festgelegt, welche Punktzahl erreicht werden soll, zum Beispiel 300 Punkte. Die SpielerInnen werfen alle 6 Würfel und lassen mindestens einen Würfel auf dem Tisch liegen. Also halt eine Person wirft alle 6 Würfel und lässt mindestens einen Würfel auf dem Tisch liegen. Die übrigen Würfel werden erneut geworfen. Nach jedem Wurf soll mindestens ein Würfel liegen bleiben, bis nach dem letzten Wurf alle 6 Würfel liegen. Die Augen werden addiert und notiert. Die nächste Spielerin, der nächste Spieler setzt das Spiel fort. Die 1 gilt als Trumpf und kann als jeden beliebigen Würfelwert gerechnet werden. Das Ergebnis einer Wurffolge zeigt zum Beispiel 1, 1, 4, 3, 5, 3. Die Einsen werden zu 5 zugeordnet und ergeben zusammen 15 Punkte. Insgesamt ergibt der Wurf 25 Punkte. Bei 6 gleichen Augen, also ohne Trumpfanteil, werden zusätzlich 30 Punkte vergütet. Wirft eine Spielerin oder ein Spieler 6 Einsen, dann geht dieses Ergebnis über alle Punkte und sie oder er hat das Spiel sofort gewonnen. Die 7. Es wird mit 6 Würfeln und 4 bis 6 Spielmarken, also so Halmersteine, Spielgeld oder ähnliches, gespielt. Die Anzahl der Teilnehmenden ist unbegrenzt. Bei diesem Spiel geht es darum, die höchstmögliche Anzahl Würfelpaare zu werfen, die zusammen 7 ergeben. Man spielt um eine Spielmarke in jeder Runde und die oder der, welcher am niedrigsten würfelt, bekommt eine Spielmarke. Wer die meisten Spielmarken erhält, hat verloren. Haben mehrere SpielerInnen eine Spielmarke, ermitteln sie unter sich den oder die Verliererin. Jede Spielerin, jeder Spieler kann nach eigenem Ermessen bis zu 3 Würfe machen. Für den zweiten und dritten Wurf bleibt es ihr oder ihm überlassen, mit welchen Würfeln weitergewürfelt wird. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Dann gibt es hier was, das kann ich hier nicht so gut. Ach so, dann gibt es noch bei der 7 so ein Bewertungsschema. Das zeige ich mal kurz. So sieht es aus. Ich hoffe, man kann es sehen. Ne, ich zeige das falsch, oh Gott. Also ich lese es mal lieber noch vor. Also Bewertung, 3 Würfelpaare zählen 21 Punkte, 2 Würfelpaare und 2 mal die 6 sind 20 Punkte, 2 Würfelpaare und 2 mal die 5 sind 19 Punkte, 2 Würfelpaare und 2 mal die 4 sind 18 Punkte, 2 Würfelpaare und 2 mal die 3 sind 17 Punkte, 2 Würfelpaare und 2 mal die 2 sind 16 Punkte, 2 Würfelpaare und 2 mal die 1 sind 15 Punkte. 2 Würfelpaare und 2 verschiedene Augen sind 14 Punkte und ein Würfelpaar und 4 ungleiche Augen sind 7 Punkte. Und eine Besonderheit oder ein Sonderstatus hat ein Würfelpaar und 4 gleiche Augen, das sind 30 Punkte. Mit diesem Spiel kann man natürlich auch bis zu einer vereinbarten Höchstpunktzahl spielen. So, dann geht's weiter. Eigentlich würde ich ja dieses Fortuna gern noch vorstellen. Oh, ich hoffe mal. Also, ja, eigentlich kann ich das ganz gut vorstellen. Also, Fortuna, man sieht hier so diese Würfel. Na? Habe ich jetzt, glaube ich, nicht hingekriegt. Also, es tut mir leid. Ich habe es ein bisschen verkackt jetzt. Also, ihr habt einfach diese Augenbilder von den Würfeln, ne? Also, ne? Diese 1, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6. Genau, das Spiel heißt Fortuna. Es wird mit 3 Würfeln nach folgendem Schema gespielt, welches jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer für sich auf ein Blatt Papier zeichnet. Also man zeichnet sich diese klassischen Würfeloberflächen auf. Boah, ich versuche das jetzt nochmal zu zeigen. So, ja, genau, so. Okay, und zwar geht es dann folgendermaßen weiter. Eine Spielleiterin oder ein Spielleiter wird bestimmt, die oder der für 3 oder 5 Runden die Kasse übernimmt.
Alle Teilnehmenden erhalten die gleiche Anzahl an Spielmarken. Es können hierzu Halmersteine, Spielgeld oder ähnliches verwendet werden. Alle Mitspielenden setzen auf eines der eigenen 6 Felder eine oder mehrere Spielmarken. Wenn alle gesetzt haben, würfelt die erste Spielerin oder der erste Spieler. Hat sie oder er zum Beispiel auf die 3 gesetzt, aber keiner seiner Würfel eine 3 anzeigt, verliert sie oder er den Einsatz an den Spielleiter, die Spielleiterin. Zeigt ein Würfel eine 3 an, gewinnt er oder sie den Einsatz zurück. Bei 2 Dreien bekommt sie oder er den Einsatz doppelt, bei 3 Dreien das Dreifache seines oder ihres Einsatzes. Dann würfelt die nächste Person. Ja, das in Kürze, also ja, ihr könnt es ja euch vielleicht nochmal irgendwie aufschreiben oder nochmal selber nachlesen. Also es gibt es ja bestimmt auch anderweitig im Internet zu finden. Ich wollte eigentlich vor allem auch Beispiele geben. Ich habe es jetzt weggeworfen. Beispiele geben, dass ihr in solchen Spielesammlungen teilweise auch wirklich schöne Ideen findet und gut abwandeln natürlich auch könnt. Und was ich gerade ganz gut fand, ist, dass es halt von der TeilnehmerInnenanzahl nach oben hin offen ist. Also das eignet sich natürlich auch für große Gruppen dann ganz gut. Und ja, das ist natürlich schon reizvoll, dass es so wenig Materialaufwand ist. Also höchstens mal ein Würfel, ein Tisch oder halt irgendeine gerade Fläche, wo man gut würfeln kann. Es kann ja auch die Wiese sein, wenn man eine schöne Unterlage hat, die vielleicht auch weitergereicht wird im Kreis, dass alle auf dieser Fläche würfeln können. Dann muss man jetzt auch nicht irgendwie am Tisch unbedingt sitzen. Und vielleicht ein bisschen Papier und Stifte und ansonsten war es das ja vom Materialaufwand. Also ist ja echt super. Ja, und ich glaube, gerade so Würfelgeschichten sind irgendwie heutzutage so ein bisschen außer der Mode geraten, habe ich den Eindruck. Und es wird Zeit, das mal ein bisschen wieder zu beleben. Also ein bisschen weniger digitales Zeug und mit den einfachsten Mitteln viel rausholen und viele Stunden auch rumbekommen. Egal, ob in der Freizeitgruppe oder in der Familie oder wo auch immer. Ja, genau. Und ich mag ja eh so einfache Sachen und deswegen wollte ich das unbedingt vorstellen. So. Das war's jetzt. Tschüss.